Zur 20. Auflage haben wir auch ein flammneues Rennformat am Start. Das Bike Festival ist Gastgeber der Specialized SRAM Enduro Series. Das Format 30 Kilometer mit 1500 Höhenmetern, auf denen 6 Wertungsprüfungen zu bewältigen sind. Für die Fahrer eine spannende Herausforderung aus allen Elementen, die das Mountainbiken ausmachen. Technische Downhills, kräftezehrende Anstiege, Abenteuer in der Natur und am Ende die richtige Renntaktik. Gefragt ist der komplette Mountainbiker. Also ich habe mir vorgenommen, dass ich rennmäßig durchfahre, hoch so schnell es geht und auch gleich wieder runter. Insofern war es echt eine Erfahrung. Ich war jetzt so an der Grenze, ein paar Krämpfe gehabt zwischendurch, aber es ist so ein schönes Format. Die Trails sind super angelegt gewesen. Und klar, das ist was anderes als Testen, wo man irgendwie am Tag 25 Mal runterfährt und sich wieder hochschatteln lässt und hier mal aus eigener Kraft was macht, aber das liegt mir einfach. Ich finde, letztlich ist das Freeriden, so wie wir es früher gemacht haben. Dafür sind diese Räder auch gemacht. Und insofern, ja, anstrengender als ein Testtag, aber schöner. Am Ende eines langen Enduro-Tages feiert Riva die Siege. Fabien Barel gewinnt vor Jérôme Clemens und Nicolas Lau. Hi aus Riva del Garda. Ich hatte einen fantastischen Tag. Es war hart und extrem herausfordernd für alle. Ein großes Kompliment an alle Fahrer. Enduro ist eine neue Disziplin und viele Biker sind schon im Training an ihre Grenzen gestoßen. Ich freue mich über meinen Sieg und ich glaube, dass wir mit dieser neuen Disziplin noch viel Spaß haben werden. Ich hatte hier jedenfalls ein fantastisches Wochenende.